Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Recent Talk am 8. Dezember 2013. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind live die nächsten 60 bis 90 Minuten. Die ganze Welt gedenkt Nelson Mandela, dem großen Helden, wie es überall von den Dächern schallt. Er, derjenige, der einen Freiheitskampf geführt hat gegen das Apartheid-Regime also jemand der äh, dessen freiheitskampf eine komponente hatte die mit der hautfarbe zu tun hatte. wäre nelson mandela ähm, ein kämpfer gewesen? Äh, ohne diese rassische komponente würden äh, sich weitaus weniger leute an ihn erinnern und ähm, weitaus weniger leute würden ihm heute gedenken. das ist die seltsame situation, meine damen und herren. Äh, inzwischen auch angekommen, Natürlich erneut in den großen Blättern der Welt. Nelson Mandela war ein heimliches Mitglied der kommunistischen Partei in Afrika. Und ähm, das Ganze wird von den einzelnen verschiedenen Publikationen unterschiedlich gewertet. Die eher links tendierenden Magazine, wie die New York Times, hier in dem Sunday Review... Entschuldigen das Ganze und sagen, das sei halt nun mal aus der Not heraus geboren, es sei eine kurze ähm, Zwangsbeziehung gewesen. Nelson Mandela brauchte für seinen Freiheitskampf gegen das Apartheid-Regime Partner, die fand er dann in, äh, äh, in der ANC und in der Kommunistischen Partei, also solle man das Ganze nicht sonderlich ernst nehmen. Die konservativeren Magazine wie der London Telegraph hingegen. Nehmen das Ganze wesentlich ernster und zwar handelt es sich bei äh, den Partnern von Nelson Mandela um einerseits äh, Agitprop-Kommunisten und andererseits Bombenleger, die das Apartheid-Regime tauschen wollten gegen ein stalinistisches Sowjetregime. Äh, so viel also zu dem großartigen Freiheitskämpfer Nelson Mandela und äh, das Ganze natürlich ein eigenes Kapitel, das wir in einer anderen Sendung vielleicht uh, irgendwann mal etwas näher ausbreiten möchten. Was Sie sich jedoch an was Sie jedoch äh, denken sollten, auf jeden Fall, und worum es auch in der heutigen Sendung geht, ist der Kalte Krieg ist noch lange nicht vorbei und viele Leute verstehen den Kalten Krieg immer noch nicht. Äh, selbst wenn sie dann doch etwas bewandert sind in Politik, selbst wenn es sich um äh, einen mittelrangigen CIA-Analysten handelt oder um einen äh, Analysten, Experten aus dem Ostblock. Also der Nobel Nobelpreisträger für den Frieden äh, war unter einer Decke mit der südafrikanischen kommunistischen Partei. Äh, ein Buch von 2012 lieferte weitere Details wie der militärische Flügel der ANC Organisation ähm, Anleitungen bekam und Training bekam im Bombenherstellen von der IRA. Außerdem bekam man Geheimdiensttraining von der Ostdeutschen Stasi. Äh, mit diesem Training führte man auch brutale Verhöre durch in geheimen Gefangenenlagern. Das heißt, Sie können sich vorstellen, wie diese Befragungen ausgesehen haben und wie diese denn wohl ausgegangen sein mögen für die Leute, die es getroffen hat. Das also ein nach die Nachwehen des äh, des Kalten Krieges, äh, der offiziell aufgehört hat 1989, 1990. Dann gibt es weitere Meldungen, die in diese Kerbe schlagen. Hier beispielsweise von Radio Sweden. Das heißt, die beste Nachrichtenquelle für Nachrichten aus Schweden. Schweden hilft den Vereinigten Staaten bei der Spionage gegen Russland und unter anderem auch den Energiesektor. Ja, jetzt werden natürlich viele dann sich beschweren: Warum tut Schweden das? Wie kann man nur? Macht Schweden sich hier zum Teil des US-Imperialismus? Die andere Seite wird sagen, naja, die Russen haben ihr Ziel nie aufgegeben, die nordeuropäischen Staaten einzunehmen. Und Stalin versuchte ja unter anderem Finnland äh, militärisch zu besetzen während des Zweiten Weltkrieges. Weitere Meldungen in diesem Bereich hier. Äh, neue Vorwürfe gegen einen wichtigen äh, tschechischen Politiker, eine ganz, ganz wichtige Figur. Das heißt, er soll ein, Regie ein Informant gewesen sein während der kommunistischen Zeit. Die Sozialdemokraten gewannen dort 20,5% letzten Oktober bei den Parlamentswahlen. Die äh, fragmentierte politische Szene in der Tschechischen Republik hat jetzt äh, eine... Äh, Adem jetzt diese aktuelle Regierung und die Vorwürfe reißen eben nicht ab. Es geht hier um diesen Herrn Andrei Babisch, Babis oder so ähnlich. Ähm, hier haben wir natürlich dann die üblichen Reaktionen, wenn dann die Vorwürfe kommen, äh, die man sich sicherlich nicht aus dem Ärmel geschüttelt hat und dann äh, die äh, Beschuldigte Seite sich versucht aus der Affäre zu ziehen, die man behauptet, naja... Das seien alte Sentiments, alte antikommunistische Sentiments und das hätten die auch los erfunden und so weiter und so fort. Also auch hier im ganzen Ostblock wichtige Figuren in der Politik immer noch unter dem Verdacht, für Moskau gearbeitet zu haben oder vielleicht noch immer für Moskau zu arbeiten. Äh, hier noch eine Story. Von Intel auf Intelnews.org. Ähm, weitere Beweise deuten darauf hin, Litvinenko arbeitete für den britischen MI6, als er umgebracht wurde. Es gibt einen ehemaligen KGB-Offizier, der 2006 an einer Poloniumvergiftung starb. Ähm, anscheinend handelt es sich hier um eine Racheaktion. <laughs> Litvinenko arbeitete also dann für Briten und spanische Geheimdienste auch noch. Es gab natürlich noch weitere Verwicklungen um den einen oder anderen äh, Oligarchen, also nichts ist sonderlich einfach in diesen äh, Geheimdienstzirkeln. Nichtsdestotrotz, erst nach dem Fall der Mauer, erst nach dem offiziellen Fall der Sowjetunion und nach der, nach der Umwandlung in ein kapitalistisches Land, zumindest nach außen hin, erst dann konnten die von der Pleite bedrohten russischen Oligarchen und russischen Funktionäre, KPDSU und KGB-Kader, konnte es so richtig zu Geld kommen und so richtig ihren Einfluss weltweit äh, ausweiten. Äh, genauso haben wir jetzt im Weißen Haus mit Barack H. Obama einen Mann, der seine Zeit seines Lebens mit kommunistischen Funktionären zu tun hatte und äh, unter diesen Leuten ausgebildet wurde, gleichzeitig sagen, äh, informierte informierte Individuen, seine Familie ist allerdings CIA und er scheint ebenfalls auch für die Agency zu arbeiten. Wie Sie sehen, der Kalte Krieg ist noch lange nicht vorbei und äh, was Sie überraschen wird, meine Damen und Herren, die allermeisten Menschen, selbst diejenigen aus Geheimdienstzirkeln, verstehen ihn nicht. Der Begriff CIA, Central Intelligence Agency, Sie sehen hier Richard Helms äh, hinter mir bei seiner Vereidigung. Das berühmte Urgestein. Die CIA steht in den Köpfen der Menschen für den wohl mächtigsten Geheimdienst der Welt. Hollywood-Filme wie The Good Shepherd mit Robert De Niro, Matt Damon Angelina Jolie zeigen Profiagenten, die creme de la creme, die ihr Leben riskiert, um die freie Welt zu schützen und dabei natürlich viele, viele Grenzen überschreitet, wo man dann philosophisch hinterher darüber debattieren kann. Äh... Uh, wird man nicht selbst zu einem repressiven Staat und äh, geht man hier nicht zu weit. Andere Filme zeigen die CIA als Monolithen, als schwarze Legion of Doom, als unglaublich kompetente Garde, die überall auf der Welt Regierungen stürzen kann. Und dann haben wir ein neues Buch über die CIA, welches ähm, anhand von 20-jähriger Recherche und 50.000 Dokumenten darlegt, wie frappierend inkompetent. Die Agency in ihrer Geschichte doch gewesen waren, wie chaotisch insbesondere die ersten 25 Jahre gewesen waren. Die Recherche, meine Damen und Herren, in äh, diesem aktuellen Werk von äh, Tim Weiner, CIA, die ganze Geschichte, äh, hier erschien im Fischer Verlag. Die Recherche ist nicht falsch, sie ist bloß unvollständig. Also ein sehr interessantes Buch, meine Damen und Herren, sollte eigentlich in keiner ernstzunehmenden Sammlung fehlen, keinem äh, Bücherregal nicht wirklich fehlen. Allerdings äh, ähm, allerdings ist es wichtig, Folgendes zu wissen: Die CIA ist bewusst von Anfang an ein Geheimdienst mit allerhand erheblichen Schwächen gewesen. Sie ist absichtlich ein Geheimdienst, äh, der immerzu versagte, wenn es wirklich wichtig war. Und nun, heute, wo es wichtiger denn je ist, beklagen Leute innerhalb und außerhalb der Agency, in was für einem katastrophalen Zustand sich der Laden befindet. Gerade jetzt, wo Russland und China sich dem Punkt nähern, an dem sie die halbe Welt erobern und den Westen angreifen können. Das ist also die Vertrag der Situation. Und ich sage, diese Inkompetenz hatte von Anfang an Methode. Die Central Intelligence Agency ist weit davon entfernt, ein zentraler Geheimdienst zu sein. In Wirklichkeit ist sie zu einem großen Teil ein riesiges Ablenkungsmanöver und ein unterrangiger, weniger bedeutsamer Geheimdienst für die ganzen Bananenrepubliken da draußen. Eine Organisation, die die Fußarbeit machen soll. Eine Organisation, die von einem wesentlich wichtigeren, kompetenteren Geheimdienstnetzwerk ablenkt. Ein Netz, das in keinen Budgetreports auftaucht, in keinen Top-Secret-Memos, in keinem Gesetz, in keinen geheimen Briefings. Ein Netzwerk, das unter anderem die Roten Revolutionen in Russland und China überhaupt erst möglich gemacht hatte. Kommen wir vielleicht erstmal zu, äh, zu den Russen. Vor dem Zweiten Weltkrieg. Um, hatten die äh, USA äh, keinen ernstzunehmenden Auslandsgeheimdienst, während die Russen einen gewaltigen Vorsprung auf dem Gebiet hatten. Man sagte, die Russen waren bereits 150 bis 200 Jahre im Geschäft, bevor Amerika überhaupt erst einen richtigen äh, Dienst hatte. Die siegreichen Bolschewisten, die vor der Revolution 1917 immerzu die fiese Geheimpolizei Ochraner der Zaren beklagt hatten, rissen nach der Revolution einfach von den Ochrana-Handbüchern die Deckblätter ab und schon hatten sie ihre eigenen Handbücher. Der NKWD, später KGB, die verschiedenen Aufteilungen natürlich in Militärgeheimdienste und so weiter und so fort. Auch der KGB unterlag diversen Revisionen. Während im Krieg und im Chaos in Russland und den ganzen Sowjetstaaten gingen so viele Aufzeichnungen von Einwohnerämtern und anderen öffentlichen Einrichtungen verloren, dass es kinderleicht war, russenagenten mit falscher Identität getarnt als Flüchtlinge in den Westen zu schicken und dort eine glaubwürdige Legende aufzubauen. Niemand im Westen hatte wirklich die Möglichkeit, die Vorgeschichte eines solchen Immigranten zu überprüfen. Normalerweise ging das in Schritten voran, äh, ganz natürlich hatte man auch direkt einfach Leute aus Russland, insbesondere in der Anfangszeit die ganzen Flüchtenden, äh, pro Zaren Leute, äh, die gingen dann gleich in den Westen und so einige davon waren auch Agenten, die sich dann in der exilanten Exilszene rumgetrieben haben. Später machte man sich dann mehr Mühe und zwar ging es dann in Schritten. Ähm, man holte sich geeignete Kandidaten, bildete sie aus mitten im Herzen der Sowjetunion, wo der Westen keinen Zutritt hatte, brachte diese ausgebildeten Agenten unter einer Deckidentität erstmal in einen äh, westlichen äh, Teil, äh, einen westlichen Staat der Sowjetunion, also beispielsweise in Polen. Oder ähm, in den tschechischen Raum, dann bewegte man diese Leute nach zwei, drei Jahren nach Ostdeutschland, dann versuchte man sie in den Westen zu kriegen, Westdeutschland, und dann von Westdeutschland in die USA. Wenn dann in den USA eine Sicherheitsüberprüfung, eine Hintergrundprüfung stattfand, dann konnte man jahrelang ein normales Treiben dieses äh, Pärchens meistens äh, nachweisen und äh, es gab keine Zeichen für Alarm. Russland schottete sich selbst gewaltig ab, während man die relative Offenheit der westlichen Gesellschaft äh, nutzte, um dort einzusickern.